Hey Freunde, heute gibt es eine kleine Reaction auf den lieben Sascha, unser Partisch TV. Viel Spaß. Ja, wo ist der Sascha? Heute ist endlich wieder soweit. Da ist der Sascha. Okay, der war so schlecht. Entschuldigung. Heute hat mir Luca eBay Kleinanzeigen-Fails zukommen lassen. Das heißt, ich lese gleich Chats vor von eBay Kleinanzeigen. Einmal als Person A und einmal als Person B. Ey. Der Blick immer von Knossi, ne? Er hat ja schon so einen Fischblick drauf, aber es passt einfach immer wie die Faust aufs Auge. Ich bin sehr gespannt, was für Chats heute vorkommen werden. Ich würde sagen, erster Chat, let's go. Wie groß ist denn der Fernseher? Wir haben eine Schrankwand und da steht momentan ein 42 Zoll Fernseher und es ist schon etwas knapp. 106 mal 70 Zentimeter. Ich habe leider keinen Meterstab hier. Könnten Sie das anders ausmessen? Oh man, please. Womit haben Sie normale Bierflaschen? Oh. Ganz ehrlich, Leute, Rülpsen und Furzen ist ja eigentlich mit das Normalste der Welt, ne? Aber so im Stream oder in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, ist einfach abartiges Verhalten. Ich hasse das. Und könnten die mal aneinanderlegen für die Breite? Nur Bügelflaschen. 1 Liter Cola-Flaschen? Auch nicht. Havanna Club, Gorbatschow oder Pfeffi-Flasche? Also, da liest man schon raus, der Typ hat nur bestimmte Sachen zu Hause. Vor allen Dingen Havanna Club, Gorbatschow hat er, aber okay. Guck mal weiter, was dabei rumkommt. Eventuell? Den Standard-Pfeffi habe ich. Perfekt! Wie viele Pfeffis ist der Fernseher breit? Hab nur eine Flasche, die ist 29 cm hoch. Das wären also 3,65 Flaschen in der Breite, beziehungsweise drei ganze Flaschen plus einmal vom Verschluss oben bis zum unteren Rand der Pfefferminzschrift. What the fuck? Das ist dann leider zu breit. Danke. Aber es ist zu breit. Okay. Scheiß auf Meter, Zentimeter, Millimeter. Wir rechnen ab sofort 2020 nur noch in fucking Bierflaschen. Da weiß jeder Bescheid. Läuft. Danke für die Mühe. Und an der Stelle die eBay-Kleinanzeigen-Konversation zwischen Max und Hector Panzer. Ach, die beiden. Alter Schwede, wo kommen denn die Einschusslöcher am Kofferraumdeckel her? Ich hab Kirchheimverbot. What the fuck? Jetzt wird's Gangsters Paradise. Pokémon, Mond, Nintendo, 3DS. Moin, ein wilder Käufer erscheint. Verkäufer schickt sich selbst in den Kampf. Käufer setzt Behandlungsbasis ein. Sehr effektiv. Käufer setzt Preishalbierung ein. Abgewehrt. Okay, das hat schon mal 10 von 10 Style-Punkte. Definitiv. Käufer setzt letzte Preis ein. Sehr effektiv. Verkäufer verliert 5 Euro an Energie. Verkäufer setzt Abschluss ein. Der Käufer ist geflüchtet. Nein, Spaß. Nehme ich. Super. War jetzt eine Mischung aus Trainerkampf und Fangen. Aber sehr lustig. Beste Verhandlung, die ich je hatte. Definitiv. Also ich habe mir gerade schon gedacht, wenn das nicht zum Abschluss kommt, dann wird das Ding niemals verkaufen. Safe. Aber das ist cool. Wie gesagt, 10 von 10 Style-Punkten. Und an der Stelle schalte ich nochmal kurz zurück zu Aaron. Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken? Oh. Sehe ich aus, als ob ich jemals Sex hätte oder sowas, eine Art sagte. Sehe ich so aus, als hätte ich Sex? Big Bobby Car. Hat es TÜV? Ja, TÜV und AU ist neu. Ja, super. Gibt es wirklich Menschen, die das wirklich glauben? Also so ein Bobby Car, dass es TÜV braucht? Gibt es das? Na gut, wenn Kevin und Chantal ein Kind kriegen und Jeremy Pascal auf die Welt kommt, ich glaube, der glaubt sowas. Alle 14- bis 17-Jährigen, Ohren gespitzt, Luca und ich haben die eBay-Kleinanzeige für all diejenigen gefunden, die Shisha rauchen wollen, aber noch zu jung sind. Doch, mich Corona, ey. Deko-Element. Okay, ist auf jeden Fall gut gemacht. Ich
Also eine Sache möchte ich mal ganz kurz loswerden und das werden auch nur die Leute führen, die aus Buxtehude kommen. Der Verkehr in Buxtehude ist momentan absolut zum Kotzen, Digga. Durch eine Straßensperrung ist absolutes Chaos. Was ist Buxtehude für ein kleines Kaff, das eine Straßensperrung den ganzen Ort dicht macht? What the fuck? Ist es nicht oben bei Hamburg? Müsste es nicht... Na gut, wenn es ein kleines Kaff ist. Ich weiß nicht, ich war noch nie da. Aber eine Straßensperrung macht alles dicht? Krass. Star Wars TIE Fighter. Tipp, das ist ein X-Wing. Ich weiß, meine Eltern sagten, wenn der X-Wing nicht verkauft wird, kann ich ihn behalten. Deshalb falls schon Arme und so. Top. Kennt ihr solche Eltern? Habt ihr sowas auch schon mal erlebt, Leute? Du musst das Spielzeug verkaufen. Wenn nicht, darfst du es behalten. Welche Eltern machen das? What the fuck? 500 IQ. Wie das aussieht mit so einem Pilzkopf, ey. Vor allem hinten dran rauchen verboten. Warum? Egal. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr... auf kostenfreier Lehrerbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Die USK halten wir für sehr... Ist das der kleine Inscope? Echt jetzt? Das ist nicht Inscope, oder? What the fuck? Inscope als Baby, als nicht so ein Arschloch war. Sinnvoll, allerdings gibt es schon Leute, die mit 15 auf dem geistigen Stand eines 18-Jährigen sein können. Und deswegen ist diese Regel ganz einfach nicht immer gerechtfertigt. Für Leute, die vielleicht einen hohen Aggressionsfaktor haben und noch zu jung für das Spiel sind, ist das vielleicht nicht empfehlenswert. Heute ist ein... Für Menschen, die einen hohen Aggressionsfaktor haben, ist es vielleicht nicht empfehlenswert. Ja, so wurde USK... Es wurde... Ich kann nicht mehr reden, sorry. Aber USK wurde noch nie besser interpretiert. Punkt. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir Bewertung und bis zum nächsten Mal. Ciao.